Miss. Hä? Da ist einer in der Martinswand drinnen. Wo? Wie sehe ich nichts? Da. Das wird der Jäger sein. Ah, jetzt sehe ich es auch. Nein, das ist kein Jäger. Das ist unser Kaiser Max. Und als er da auf einem Felsvorsprung gestanden ist, soll er der Sage nachgerufen haben, wenn sie recht endlich kämmerten. Und es kommen viele nach Kämmerten in Tirol. Mit dem Flugzeug. Die Gemeinde liegt nur 8 Kilometer vom Innsbrucker Flughafen entfernt. Sie kommen mit dem Auto. PS und Alter spielen dabei keine Rolle. Mit 2 PS. Zu Fuß. Mit der Bahn. Oder auch mit dem Bus. Wenn Sie erst einmal da sind, können Sie sich auch gleich kalte, frische Füße holen. Ein Kinderspielplatz samt Kneippanlage begrüßt Ankommende aus nah und fern. Kemmertens Kinderbetreuung belegt einen der Spitzenplätze im europäischen Vergleich. Nach dem Krieg ist Kemmerten noch immer ein reines Bauerndorf. Der damalige Großbauer Siegfried Hörtnagel erinnert sich. Wir haben einen größeren Betrieb gehabt, haben viel Dienstboten gebraucht. Und wir haben also ein bisschen Land gehabt, wenn ich das sagen darf. Ein Sender und ein Kirchbohlenstall, ein Russer, das ist also die Rangordnung gewesen, 3 Knechte und ein Dirn oder 2. Nicht nur die Landwirtschaft hat sich in den letzten Jahrzehnten enorm weiterentwickelt. Zu alteingesessenen Handwerksbetrieben gesellen sich moderne Großbetriebe. Seit Beginn der 80er Jahre entwickelt sich Kemmerten zu einem Wirtschaftsstandort von internationaler Bedeutung. So wird der Lebensraum Kemmerten auch zum Lebenstraum für zahlreiche junge Familien. Kemmerten bietet aber auch ein großes Freizeitangebot. Vom Wandern und Bergradeln in der imposanten Naturkulisse der Kalkkögel, den sportlichen Aktivitäten im Tal und dem Miteinander in den zahlreichen Traditionsvereinen. Auf die jüngsten bis zu betagten Bürgerinnen und Bürgern hat die Gemeinde ein besonderes Augenmerk gelegt. Der Mensch steht im Vordergrund. Das hat sich die Gemeindeführung auf ihre Fahnen geheftet. Kemmerten hat sich zu einer modernen Gemeinde entwickelt. Ein Lebensraum, der zu einem Lebenstraum geworden ist.